Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Und wir gehen direkt weiter, wir sollen zum Lava's Peak. Und sollen da mit den angeblichen Entführern reden. Schauen wir mal. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. For your safety, stay on designated hiking trail. Lava's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Au.
auf. Ah, du kleine Schlampe. Das wollen wir jetzt aber trotzdem nochmal prüfen. So, ja, ja. Ich bin verkehrt gelaufen, ne? Ja. Na gut, der Moment. Den Tod. Dieser außergewöhnlich große Gebirgs-Douglasie, genau, war über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen nachreichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter, fast einen Weltrekord. War ja klar. The Taken are filled with darkness. Was? Von wo? Ach du Scheiße. Du kleine Fotze von Arschloch. Komm überhaupt hin.
Wäre auch so einfach gewesen. Nicht Escape. Ja, also ich muss schon da lang, ne? Scheinbar. Achso, natürlich hier rüber springen. Hui! Immerhin bin ich angekommen. Ja, eine Flare. Los, wir müssen uns beeilen. Es kommen noch mehr. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake, machen Sie schon! Das hier ist für euch! Ah, verdammt! Ja, jetzt schieß doch, Alter! Meine Fresse, der schießt ja schlimmer als meine Oma. Ja, genau so. Und das soll ein Jäger sein? Lover's Peak, nur noch die Treppe hoch, Wake. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche die Waffe. Ha. Keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Hals, verdammt!
Nur noch einen Moment! Verjagen Sie sie! Blenden Sie diese Bastarde! Das hält sie uns vom Hals! Nur noch einen Moment! Ich hab's fast! Okay, es ist offen, Wake! Jetzt oder nie! Ja, dann ab dafür! Wake, wo ist der denn hin? Na los, nur Memmen haben Angst im Dunkeln! Machen Sie sich bereit! Sie sind gleich da! So sieht's aus, Wake. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Herr mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wake. Ist doch gar nicht so schwer. Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn sie sie anfassen. Ah. Sie werden mir das Manuskript geben, oder es wird Ihnen leid tun. Nein! Kommen Sie zurück! Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun! Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück! Er hatte Alice. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen.
Ah, Bärenfalle. Ach, das ist gar nichts zum Aufheben, das ist auch die Bärenfalle. Gut. Das war knapp, da war auch eine Bärenfalle gerade neben mir. Nee, ich muss dahin. Fick dich, fick dich. Irgendwie fehlen mir gerade so ein bisschen die Items, die tollen Items, die ich in der ersten Episode die ganze Zeit hinterhergeworfen bekommen habe. Oder fehlen, aber wäre toll, wenn sie da wären, sagen wir es mal so. Noch einer rechts. Dicht. Also wirklich, einfach nur fick dich.
Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über den Rücken. Hoch da! Hoch! Da! Ja, Flares! Junge, Junge! Ja, Schwierigkeitsgrad zieht langsam an. Aber egal. Egal. Das wird durchgespielt, das Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den gruseligen Leuten. Wenn nicht, spielt es selber. Ansonsten bis dahin, arrivederci und schön mit Ö. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.